Einen wunderschönen guten Tag, Couchos, zu einer neuen Folge Getting Over It. Und ja, wir starten einen weiteren Versuch über die Rutsche zu kommen. Dazu müssen wir uns hier wieder langsam und vorsichtig hochhangeln. Mal gucken, ob es klappt. Letzte Folge müsste fast ziemlich exakt eine Woche her sein, oder nicht? Nee, so nicht. So nicht. Nee, da kann ich nicht dran. Das Problem ist, dass hier alles so blöd. Nee, eigentlich so auch nicht. Moment, wenn ich mich ein bisschen zur Seite schiebe und jetzt da hoch. Dass ich von manchen Objekten halt so bescheuert abrutsche. Ich meine, das ist so gewollt und das ist ja auch in Ordnung. Aber ja, ich halt so ein bisschen ärgerlich hier. Nein, 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 nein. Nicht da irgendwie komisch wegstoßen. Gibt's doch nicht, dass ich da jetzt gerade nicht wieder hochkomme. Nein, nicht da. Da wollte ich hin. Ich hätte nicht gedacht, dass der Hammer bis da unten reicht. Bis zur Seite reicht. Ja, und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Jetzt ist das Problem. In dem Moment kommt jetzt gleich der Hammer an das Rad. Und dann rutscht er halt. Und das ist immer gefährlich. Weil in dem Moment, oder was heißt gefährlich? Da kann noch nicht so viel passieren. Also ich kann nicht wirklich abstürzen oder so. Also jetzt außer halt nach auf diese Schräge, wo ich jetzt eben die ganze Zeit war. Nein, stopp. Aber das kostet halt so gesehen immer Zeit. So. Oh. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe es bis jetzt noch nicht. Also rechts auf den Kartons war ich ja schon drauf. Nur das Problem ist, rechts diese Kartons. Da ging es dann ja scheinbar nicht weiter. So, eigentlich muss ich es entsprechend mal links probieren. Aber das Problem ist, dass ich hier halt nichts machen kann. Ja, genau das meine ich. Das ist halt. Na guck mal, das war aber dafür doch ganz gut jetzt. Man bis doch da unten runterzufallen ist jetzt nicht so wild. Ja, ich habe hier eben auch wieder Anläufe gebraucht, bis ich hier hingekommen bin. Rutschen wir runter? Nein, tun wir nicht. Ah, doch, tun wir. Ich weiß einfach echt nicht. Ich meine, ich könnte mal versuchen, mich hier hinzusetzen. So, nein. Ich möchte gerne relativ. Nein. Ich möchte hier eigentlich relativ gerade mich auf den Ball setzen. Genau. Und jetzt hier mit voller. Ja, das war nicht volle Wucht. Also. Ich sehe keine Chance, da hochzukommen. Ist mein Problem. Ich sehe da echt keine Chance drin. Ich meine, ich könnte meine die Maus-DPI, also meine Mausgeschwindigkeit jetzt umstellen. Das kann ich einfach an der Maus machen. Aber
Kann doch nicht die Lösung sein. Wenn ich nochmal nach da drüben gehe, mal gucken, ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt schaffe. Ja, hier ist halt einfach echt das Problem. Was ich versuchen könnte, ist, dass ich einfach mal gerade nach oben gehe und einfach nur mal gucke. Einfach nur komplett gerade nach oben. Ja, da komme ich doch auch nie irgendwo hin. In das Regal komme ich nicht rein. Hier runter bin ich eben schon gefallen. Das heißt, da geht es auch nicht weiter. Also. Und was ich jetzt tatsächlich eben einmal testen könnte, nachdem ich den Hammer ausgerichtet habe. Nein, stopp, 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 stopp. Ja. Könntest du, warum stehe ich jetzt so schief, bitte? So. Okay. Okay. Auch damit komme ich dann nicht irgendwo hin. Also. Nee, keine Chance. Keine Chance, da irgendwo hinzukommen. Also in der Höhe. Und nach unten geht's hier, glaube ich, nicht. Gibt's doch nicht, ey. Hier kann ich mich nicht gerade nach unten abstoßen, ist das Problem. Aber da oben sieht es mir halt auch nicht so richtig danach aus, als wenn es da weitergehen würde. Ich darf hier nicht mit dem Hammer gegen die Rutsche kommen, aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund beschleunigt mich das dann extrem. Wenn ich mich halt hier drauf absetzen könnte. Aber auf der Rutsche rutsche ich ja komplett. Leider ist auch die Puppe nicht echt. Nein, nein, nein. Hoppala. Hoppala. Oh Gott. Wie war es da oben? Ging es ja auch nicht weiter, richtig? Ich meine, da war ich irgendwann schon mal lang gelaufen und da kam dann irgendwann die Nachricht, jo, nö, hier geht's nicht weiter. Ja, da komme ich ja alleine schon nicht. Also das Seil alleine haut mich da ja schon weg. Genau, steht da oben nicht irgendwas mit Wrong Direction dran? Ja, da steht Wrong Way dran. Das steht halt bei den anderen Dingern nicht. Aber gut, wahrscheinlich muss es da nicht stehen, weil ich da eh nicht langkomme. Aber da bin ich ja durchgefallen dann so gesehen, richtig? Wo ich gerade gucke, ob ich da hinkomme. Also, nein, nicht so den Hammer nehmen. Ich versuch's nur mal mit. Oh. Das mit der umgestellten Maus, mit der ist nicht so richtig gut, muss ich sagen. Oh. Oh, oh, oh. Oh, hier fühle ich mich so gar nicht wohl. Weil das ist so ganz knapp vor dem Abgrund, den ich nicht runterfallen möchte. Das Problem ist echt, ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Ich bin jetzt tatsächlich dazu geneigt, einfach mal nach, also vor der nächsten Aufnahme mal nachzuschauen, wo ich denn hin muss. Weil, ich meine, scheitert, ja, gut, im Zweifelsfall scheitert es an meiner Fähigkeit, die Rutsche hochzukommen. Also das kann ja sein. Aber stelle ich mich da so schlecht bei an?
frage ich mich. Also, mache ich das so schlecht mit der Rutsche oder geht's die wirklich nicht hoch? Oder muss ich hier runter? Nee, ich möchte gerne da mit dem Hammer hin. Vorstellbar wär's, aber irgendwie bin ich mir da nicht sicher. Also vorstellbar wäre das. Mal gucken, ob ich da nochmal hinkomme. Mal gucken, ob ich da nochmal hinkomme. So nicht. Ja. Wenn ich mich da einhaken kann in die Hake hier, in den Rechen. Rechen, Rachen, Rechen. Nee, Rechen. Laubrechen, oder? Ja. Funktioniert das am besten. Es ist vorstellbar, dass ich da, wo ich jetzt eben kurz war, oder wo ich eben hin wollte, dass es da weitergehen könnte. Ich wollte jetzt versuchen, mal mit ein bisschen Schwung da reinzukommen. Aber auch das hat nicht so gut funktioniert. Oh. Nein. Boah. Es ist immer gefährlich hier. Da kann vieles schief gehen. Na, nicht wegspringen. Nicht wegspringen. Einfach daran festhalten. Ziehen uns wieder hoch. No, 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 no. Nein. So einen Versuch will ich da drüben jetzt noch haben. Ich denke, das ist der richtige Weg. Also ich glaube tatsächlich, die Rutsche geht's nicht hoch. Anstatt da ein Schild hinzustellen, ja, wrong way, wie es bei der anderen Stelle ist, haben sie hier halt einfach sich gedacht, okay, komm, wir machen da einfach eine Rutsche hin, die man nicht hochkommt. Und das ist dann ja quasi, das sollten die Leute dann erkennen, dass es wrong way ist. So. Okay. So, jetzt habe ich halt keine Ahnung, ob das hier tatsächlich richtig ist. Aber da drüben könnte man sich vielleicht einhaken. Wenn ich hier runterfalle, weiß ich ja, wo ich lande. Ist jetzt nicht so der Mega-Verlust, aber ich müsste hier halt erstmal wieder hinkommen. Aber ich würde sagen, oh Gott, der Sprung wird aber hart. Der Sprung wird hart, darüber zu kommen. Da muss ich mich da irgendwie einhaken. Das dürfte theoretisch funktionieren, hoffe ich. Aber ob das tatsächlich geht, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Ihr könnt mir ja mal schreiben. Sag ich, falls ihr es wisst überhaupt. Nee, schreibt mir mal nichts dazu, ob das der richtige oder der falsche Weg ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und ja, beim nächsten Mal werde ich schauen, ob ich hier diese komische Treppe. Ist eine Treppe übrigens, sehe ich gerade. Ob ich diese komische Treppe nach oben komme. Bis dahin. Haut rein.